Bei der Neuerfindung des Filmvorspanns ist ein Regisseur besonders hervorzuheben. Jean-Luc Godard. Was genau ist ein Godard-Vorspann? Lights, Kamera, Action! Ist es die Kunst, das geschriebene Wort fantastisch einzusetzen, wie dieses Zitat? Ist es die Kunst der Widmung, die den Vorspann in eine Art persönlichen Brief verwandelt? Ist es die Verdrehung, das Spiel mit Orthographie und mit Zahlen? Der Godard-Vorspann beschreibt die Welt an sich. Er hebt sich ab durch seinen Minimalismus und steht im Kontrast zu der Überladenheit jener Zeit. Godard zeigt schon im Vorspann pamphletartig, was er alles ablehnt. Er hat seinen eigenen Stil, seine ureigene Handschrift. Nicht zu verwechseln mit der bloßen Unterschrift, wie in Alles in Butter. Pour faire un film, faut de l'argent. Eigentlich sind die Filme Godards insgesamt lange Vorspänne. Sie bestehen aus Wörtern, Zwischentiteln und einem ständigen Neubeginn. Man könnte sie Audio, Logo, Visuell nennen. Wenn man ein Markenzeichen der Vorspänne Godards auswählen müsste, wären dies sehr wahrscheinlich die Titel. Mit ihnen versucht Godard die Essenz seiner Filme einzufangen. Sie sind der Zugang zur Eigenheit seiner Werke. Die Titel sind die Fleischwerdung der Gedanken Godards. Ihr Erscheinen hat etwas Feierliches. Sie werden oft erst nach und nach sichtbar. Wie Hieroglyphen darf der Zuschauer sie schrittweise entziffern. Godards Filmtitel sind derart berühmt, dass sie den Sprung über den Atlantik geschafft haben, bis zur Produktionsfirma des jungen Quentin Tarantino. Buchstabe für Buchstabe macht Godard uns deutlich, dass ein Vorspann aus Fragmenten besteht. Der Vor- und der Nachspann halten den Film zusammen wie die Vorder- und die Rückseite eines Buchs. So sucht Godard schon im Vorspann immer wieder nach dem Ursprung. Gewissermaßen nach dem Buch der Bücher. Der Vorspann ist die Genesis, eine genealogische Genetik, die Grundbausteine des Kinos. Der Filmvorspann bei Jean-Luc Godard. Regie Alexandre Tilski. Schnitt Alice de Lima. Produktion Camera Lucida. Blow-up Arte Luc Lagier. Die Filmausschnitte: Eine Frau ist eine Frau. Die Carabinieri. Made in USA. Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiß. Lemmy Korschen gegen Alpha 60. Weekend. Filmsozialisme. Alles in Butter. Die Geschichte der Nana S. Rette sich, wer kann. Geschichten des Kinos. Die Kinder von Marx und Coca-Cola. 11 Uhr nachts. Die Außenseiterbande. Godard über Godard. Die Verachtung.